Hallo Eisenbahnfreunde, weiter geht's mit dem nächsten Teil in unserer Reihe Diesellokomotiven. Jetzt mal eine Kühlanlage etwas mehr im Detail als Beispiel. Es gibt viele, viele Varianten. Im letzten Abschnitt haben wir ja schon so ein paar Komponenten kennengelernt, wie die Wasserpumpe und diesen Kreislauf und den Kühler und so weiter und so fort. Und jetzt ist das Ganze mal, aber ich sehe gerade, dass ich es verrutscht, das muss ich mal ein bisschen gerade rücken. Sorry, kleinen Moment. Dann geht es gleich weiter. Es sind nämlich mehrere Folien übereinander. Und da muss man immer aufpassen, dass die schön parallel liegen. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. Okay. Wenn es mal ein bisschen reflektiert hier unten, ich kriege das mit der Lampe, mit der Folie ganz schwer ausgeleuchtet. Das ist also wirklich leider bei den Folien mit den Reflektionen ein bisschen schwierig. Aber gut, es geht. So, im Kern sehen wir den Motorblock. Wir sehen die Wasserpumpe. Wir sehen auch den schon besprochenen Ausgleichsbehälter mit Überdruckventil und hier den Wasserstand als Schauglas, unterer Wasserstand, oberer Wasserstand. Hier seht ihr das so ähnlich wie beim Ölpeilstab. Es gibt natürlich auch eine Entlüftungsleitung, es gibt eine Ausgleichsleitung und bei einigen Fahrzeugen auch eine Handfüllpumpe, dass man also jetzt quasi von unten beim Nachfüllen mit einer Handpumpe Kühlflüssigkeit hier oben einfüllen kann, wenn es Verluste gegeben hat, sodass man immer dafür Sorge tragen kann, dass der Wasserkreislauf ausreichend gefüllt ist. So, was ist jetzt hier zusätzlich noch dazugekommen? Das ist jetzt die Temperaturregelung des Wasserkreislaufes. Und zwar sind Motorkonstrukteure immer daran interessiert, dass ein Motor nach dem Start relativ schnell seine Betriebstemperatur erreicht. Das hat viele Gründe. Erstmal wird die Verbrennung dann besser, der Verschleiß des Motors wird minimiert und die Leistung des Motors ist relativ schnell vollständig vorhanden. Ja, also, was macht man? Man überlegt sich, brauchen wir unbedingt, wenn der Motor jetzt gerade gestartet hat, eine starke Kühlung des Kühlwassers? Wir wollen ja, dass der Motor schnell Betriebstemperatur erreicht. Also, was macht man? Man setzt in den Vorlauf, also wo das heiße Wasser quasi aus dem Motor rauskommt, hier oben, zwei sogenannte Kurzschlussthermostaten. Was heißt das? Das sind so kleine Wachsdosen, die sich bei Wärme ausdehnen und wenn die kalt sind, halten die den Weg zum Kühler geschlossen. Das heißt, das Kühlwasser, was hier erwärmt aus dem Motorblock ausströmt, kann nicht zum Kühler gelangen im oberen Sammelkasten. Ihr seht hier, das ist der obere Sammelkasten des Kühlers. Sondern es wird sofort über das Kurzschlussventil in den Rücklauf geleitet. Zur Wasserpumpe und von der Wasserpumpe in den Motor an beiden Seiten. Das heißt, kleiner Kühlkreislauf. Der Sinn wird klar, es ist relativ schnell eine Erwärmung des Motors zu erwarten und dann, wenn diese Thermostate 55 Grad oder größer 55 Grad sehen, das ist bei Automotoren zum Beispiel, glaube ich, so um die 80, 85 Grad, wo die erst öffnen, dann machen sie den Weg frei zum Kühler und nehmen den Kühler mit in die Pflicht. Das heißt, der Kühler kann jetzt arbeiten und kann das sehr heiße Wasser hier oben im oberen Sammelkasten auf dem Weg nach unten, wie wir uns das ja schon angeschaut haben, abkühlen und dann in den Rücklauf geben zur Wasserpumpe. Ne? Kalter Motor, Kurzschluss, direkt zurück zum Motor. Warmer Motor, große Schleife über den Kühler. Ja, jetzt haben wir natürlich auch bei einer Lokomotive einen Führerstand. Und der Lokführer soll es ja auch angenehm haben. Also wird auch hier ein Teil des Kühlwassers abgegriffen und geht hier oben über den Vorlauf. Und ihr seht hier überall auch Absperrventile. Das heißt, wenn da irgendwo ein Defekt ist und da Kühlwasser austritt, kann man das absperren, um den Motor in Betrieb halten zu können. Das ist der Sinn der Geschichte. Und hier läuft jetzt also quasi das heiße Wasser durch die beiden Boschheizer auf dem Führerstand und dann zurück in den unteren Kühlersammelkasten. Oberer Kühlersammelkasten, unterer Kühlersammelkasten und wird dann wieder dem Wasserkreislauf zur Verfügung gestellt. So sieht das Ganze aus. Was haben wir noch auf der Zeichnung? Ja, wir haben jetzt eine Erweiterung. Wir haben hier einmal den Motoröl-Wärmetauscher, den wir in dem Abschnitt Motoröl schon mal beleuchtet haben. Da sitzt er, der also jetzt dem Motoröl Wärme entzieht und dem Kühlkreislauf zuführt und dann letztlich im Kühlkreislauf über den Kühler wieder abgekühlt wird. Und wir haben bei Lokomotiven mit Flüssigkeitsgetriebe ja auch noch die fundamentale Arbeit zu verrichten, das Getriebeöl zu kühlen. Weil das Getriebeöl ja, zu dem Thema kommen wir auch noch,
durch seine Drehmomentwandlung und durch seinen ich sag mal Verlust, ein Flüssigkeitsgetriebe hat relativ große Verluste im Wirkungsgrad. Diese Verlustwärme geht ins Öl und muss entsprechend gekühlt werden. Und das ist so, dass die Grenze bei Getriebeöl eines Getriebes bei 130 Grad liegt im Regelbetrieb. Also man achtet wirklich darauf, dass die 130 Grad eines Kraftübertragungsöls nicht überschritten werden. Das ist also die Abschaltgrenze für den Regelbetrieb. Und man geht in der Wärmeschwelle, wenn es ein hydrostatisches Getriebe ist mit hydrodynamischer Bremse, auf 145 Grad rauf. Weil man weiß, das ist nur eine sehr kurzfristige Leistungserhöhung durch die hydrodynamische Bremse, mit der man leben kann. Das sind jetzt mal so Eckwerte zum Beispiel vom Bauer, von der Baureihe 640. Die können ein bisschen abwandern, aber 130 Grad ist schon eine relativ realistische Größe und man versucht also das Kraftübertragungsöl in einem Getriebe innerhalb dieser, also unterhalb dieser Temperatur zu belassen. Ja, und das ist die Aufgabe des Getriebeölwärmetauschers. Und das Motoröl bekommt genauso eine Abkühlung, sodass wir da auch immer schön im Arbeitsbereich sind. Ja, was haben wir noch Besonderes an dieser Kühlanlage? Das ist das Webasto-Gerät. Webasto-Gerät ist bei Eisenbahnern ein Schlagwort. Webasto-Heizung. Sehr beliebt bei Bauzugwagen und bei Arbeitsstätten, wo man sich aufwärmen muss im Winter. Das sind Brenner, kleine Ölbrenner, die hier die Aufgabe haben, den Kühlwasserkreislauf vorzuwärmen, um den Dieselmotor vor dem Start in einen verschleißarmen Starttemperaturbereich zu bekommen. Das ist der Webasto Zuheizer, der bei 66 Grad dann abschaltet. Das heißt, wenn der bei 66 Grad Kühlwassertemperatur ist im Vorlauf, dann ist der Motor warm genug und dann kann man ihn problemlos starten. Das ist die Aufgabe dieses kleinen Webasto Heizgerätes. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier bei der Lok eine thermostatische Jalousieverstellung. Die ist darauf ausgelegt, dass bei 65 Grad die Jalousie relativ zu ist und bei 90 Grad öffnet. Was würde das bedeuten? Der dahinterliegende Lüfter, der permanent angetrieben ist, der sich also in der Drehzahl nicht verändern lässt, wird durch die durchströmende Luftmenge im Prinzip geregelt. Nein, der Lüfter wird nicht geregelt. Die Kühlleistung wird geregelt. Ist die Jalousie zu, dann kann der Kühler nicht viel Kühlleistung abgeben. Ist die Jalousie offen, tritt viel Luft durch den Kühler und die Kühlleistung ist höher. Und wenn das Ganze mal nicht funktionieren sollte automatisch, dann kann der Lokführer über diese Handnotschaltung an den Kühlerklappen mit einem Hebel diese Jalousie öffnen und damit zur sicheren Seite die maximale Luftmenge durch den Kühler durchlassen. Ja, und vielleicht kennst der ein oder andere noch, im Winterbetrieb hatten manche Autofahrer, wenn die Heizleistung ihres Pkw nicht gut war, vor dem Kühler, die Styroporplatte oder sowas, wenn auch in der thermostatischen Regelung der Motoren etwas nicht richtig eingestellt oder gut war, um halbwegs Heizleistung zu haben. Weil wenn der Motor nicht warm ist, habt ihr auch keine Heizleistung im Auto. Das ist das gleiche Prinzip wie hier bei der Lokomotive mit den Warmwasserheizkörpern. Ja, das wäre mal so eine Kühlanlage und was wäre so ein Film ohne eine Geschichte? Ich habe also bitterböse lernen müssen, dass bei gerade modernen Hochleistungsdieselmotoren das Kühlmittel, das ja mit einem Frostschutz versehen ist und Korrosionsschutz, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Korrosionsschutz, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Man sollte sich da tunlichst auch bei seinem eigenen Auto an die Herstellervorgaben halten und nicht irgendeinen Billigschund kaufen an Kühlmitteln. Auch die Dosierung, also die Mischung exakt einhalten, weil es treten doch unangenehme Effekte auf neben dem Einfrieren des Kühlwassers im Winter. Denn grundsätzlich hat der Frostschutz ja die Aufgabe, dieses Kühlmittel auch bei Temperaturen unter minus 30, minus 35 Grad flüssig zu halten, um Schäden vom Motor am Motor zu vermeiden. Aber diese Kühlmittel und diese Zusätze schmieren auch die Lager der Wasserpumpe. Und es gibt was ganz, ganz Entscheidendes, das nennen die Fachleute Kavitation. Das ist Materialantragung im Motorbauteilen und die entstehen durch Wasserblasen. Es gibt auch in den Kühlern sogenannte Blasenabscheider. Man kann das konstruktiv meist nicht immer verhindern, dass das Wasser bei diesem Vorgang, bei dem Strömen und bei um die Ecke Strömen Luftblasen zieht.
Und diese Luftblasen erzeugen tatsächlich in den Motoren sogenannte Kavitationsschäden. Ihr müsst euch das vorstellen wie Karies an den Zähnen. Und wenn man dann über Jahre das falsche Kühlmittel füllt und baut dann so einen Motor auseinander und sieht sich am Zylinderkopf so manche Ecken an, dann wird einem Angst und Bange. Wir haben so ein Problem bei den 628 gehabt. Das war aber ein etwas anders gelagertes. Da hatte man falsche Materialien miteinander verbunden und da gab es eine Elektrolyse, also eine elektrische Zersetzung von Material. Das war auch eine ganz schwierige Phase. Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Kühlmittel, also das als Kühlwasser zu bezeichnen, ist völlig falsch, sondern ein Kühlmittel ist immer eine Kombination aus Frostschutz und Korrosionsschutz. Und es gab eine Zeit, und jetzt kommt meine Geschichte, da hat man den Frostschutz bei der Deutschen Bundesbahn gar nicht beachtet. Ich erinnere mich an den Sommer 1977, da war ich als junger Schlosserlehrling dem BW Wanne-Eickel zugeteilt. Damals gab es da noch den Rechteckschuppen ohne Dach und riesige Kanäle, wo die V90, die V60 gefristet wurden und auch schon mal eine 216, eine Lollo sogar, also eine Vorserien 216. Und ich als Lehrling hatte nicht viel Ahnung davon und bekam nur Kalfaktorarbeiten. Und unter anderem gab es da einen rechteckigen, also von der Grundfläche her rechteckigen Wagen mit einem sehr hohen Aufbau, der einen ganz, ganz hohen Schwerpunkt hatte. Der stand also auf vier Rädern. Vorne war eine Deichsel dran mit der entsprechenden Stange und einem Griff. Und dieser Bottich, um das mal so zu nennen, der war bis zum Rand oben gefüllt mit Kühlemulsion. Was war eine Kühlemulsion? Die kannte ich aus der Lehrwerkstatt. Damit haben wir beim Bohren die Bohrungen geschmiert. Das war so eine braune, honigartige kleine Flüssigkeit, die man in kleiner Menge in einen Topf tat, gibte dann Wasser da drauf und dann wurde daraus eine Milch. Das war aber keine Milch, das war hochgiftig, das Zeug. Also Kühlflüssigkeit. Und das Einzige, was das Zeug konnte, das setzte den Gefrierpunkt nicht herab, aber das war ein Korrosionsschutz. Und damals kam in die Dieselloks zu dieser Zeit nur dieses weiße, milchartige Zeug rein. Naja, und ich habe also jetzt den Auftrag, diese Karre beizuholen. Man wollte bei einer V90 Kühlwasser nachfüllen. Und ich fahre dann mit dieser Karre los. Und wie das immer so ist in den alten Werkstätten, überall sind so Gleisfragmente oder so einbetonierte oder eingeteerte Gleisstücke. Und ich komme mit der vorderen Deichsel, mit dem Rad in so ein Gleisstück rein. Die ganze Kiste fängt an zu kippen, kippt um. Und die ganze Miege da drin, das waren bestimmt über 1000 Liter, kippen sich über den gesamten BW-Bereich bis in den Kanal. Und ich stand da, um Gottes Willen, was hast du jetzt gemacht? Dann kam der Vorarbeiter an, lachte, stellte die Karre wieder auf und kippte dann, ungelogen, etwa einen Behälter und wie eine Cola-Dose von dieser Kühlmittel-Essenz in dieses Riesenteil, füllte dann diesen Bottich wieder mit normalem Wasser, Speisewasser, und wir hatten wieder diese Kühlflüssigkeit in der gleichen Menge. Und ich hatte gedacht, wer weiß, was ich da jetzt weggekippt habe oder angestellt habe. Übrigens hat das damals überhaupt keinen interessiert, dass das über die normale Kanalisation irgendwo reingeflossen ist. Da wurde einfach mit dem Schlauch nachgespült und fertig war die Soße. Heute undenkbar, undenkbar. Ja, das sind meine ersten Kontakte zu Kühlmitteln mit reinem Korrosionsschutz. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Diesellokomotiven zur damaligen Zeit immer eine Frostwache hatten und auch in der Nachtstilllage warm gehalten wurden. Es waren immer genügend Bereitschaften vorhanden und Lokführer, die sogar auf dem Dienstplan Frostwache hatten, so hieß das, und sodass Diesellokomotiven niemals so kalt wurden, dass es da zum Einfrieren des Kühlmittels gekommen wäre und dann dadurch natürlich zu größeren Motorschäden. Ja, das war der Jörg mit seiner weißen Kühlmilch aus dem BW Wanne-Eickel alt. Es war eine heftige Zeit. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Es war ein dreckiger Arbeitsplatz. Es war ein muffiger Arbeitsplatz. Es stank alles voll Öl und Schweröl noch von der Baureihe 44. Die da 43, die da beheimatet war, zeitweilig. Und diese ganzen Fragmente der Dampflokzeit waren noch da, aber halt alles sehr ungepflegt. Die Kollegen waren alle in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Alter.
und hatten so ihre Eigenarten. Und da galt wirklich auch der Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also ich muss sagen, die unangenehmste Außenstelle, die ich erlebt habe, auch schon von der Fahrerei von zu Hause dahin. Und ich war dann froh, als die 14 Tage rum waren und ich wieder in die Lehrwerkstatt gehen konnte. Allerdings, ein bisschen was gelernt habe ich, sonst könnte ich euch das heute nicht erzählen. Okay, ja, was haben wir denn jetzt? Dann kommt jetzt im nächsten Abschnitt die Lüfteranlage. Da gibt es auch noch so ein paar Spezialitäten zu erklären. Und danach gehen wir dann aufs Getriebe und gucken uns mal die Getriebefunktion so im Einzelnen an. Jo, da sind wir schon ganz schön weit gekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was gelernt. Aber davon gehe ich mal aus. Und jetzt mache ich Feierabend, weil ich habe heute 8 Stunden über Teams telefoniert und wichtige Dinge entschieden. Und irgendwann merkt man dann mal, jetzt wird es Zeit, sich auszuklinken aus der Eisenbahn. Und das ist jetzt, glaube ich, soweit. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.